Die Aufnahme läuft jetzt. So, dann begrüße ich euch erstmal alle ganz herzlich in der Session zu LernOS für Organisationen. In dem LernOS Open Space, das ist ja diese orange Spalte im Sessionplan. Da geht es also den ganzen Tag um LernOS-Themen. Ich würde euch da auch ganz kurz einmal, bevor wir dann in das Thema gehen und ich den Christian begrüße, zeigen, wo ihr da landet, wenn ihr dem Link im Sessionplan folgt. Also da ist nochmal so ein bisschen ausführlicher beschrieben, was da heute für Sessions stattfinden. Na, und wir sind jetzt hier in dieser 15 Uhr Session LernOS für Organisationen. Wie können wir das mit bestehenden Aktivitäten verzahnen? Bestehend im Sinne von Aktivitäten, die es in einer Organisation zum Thema Wissen und Lernen schon gibt. Und dazu, bevor ich lang weiterrede, begrüße ich jetzt erstmal den Christian Kaiser, der zu Gast ist von der DATEV und mit dem ich jetzt die Session heute zusammen mache. Vielen Dank, lieber Simon. Ich freue mich sehr. Genau, und sehr schön. Und nachdem das jetzt bei den Leuten ein bisschen schwierig ist, wenn jeder so kurz irgendwie erzählt, was ihn am meisten interessiert, würde ich sagen, machen wir das über Chat. Also ein bisschen haben wir ja schon vorne weggeplauscht. Wer schon was von LernOS weiß oder auch noch nicht weiß, ich würde euch einfach mal bitten, macht das Chatfenster auf unten rechts und schreibt kurz ein paar Schlagworte rein, was euch am meisten interessiert aus dieser Session mitzunehmen und packt das dann in den Chat rein. Dann haben wir das direkt synchron im Überblick und können beim Durchlauf durch die Session dann da hoffentlich ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht während alle schreiben. Christian, kannst du dich auch kurz vorstellen, damit die Leute schon mal dich so ein bisschen einordnen können, aus welchem Eck du kommst, was du so machst, wenn du nicht gerade im Open Space bist? Genau, ich bin der Christian. Ich steige jetzt gerade erst ins Corporate Learning Camp ein, weil ich tagsüber in einer Online-Konferenz mit Kunden der DATEV war. Ich arbeite seit 25 Jahren für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Wir sind eine Genossenschaft und machen für die Software und Dienstleistung und Service. Und ich mache seit 2 Jahren, nenne ich mich Leiter Change and Transition und baue Plattformen organisationalen Lernens. Also so ähnlich wie das, was wir heute im Corporate Learning Camp machen, versuche ich innerhalb des Unternehmens zu bauen. Bin dort bei Julia Bangert, der Chief Operating Officer, in so einer Assistenzfunktion und begleite die Organisation beim Transformieren. Und deswegen, glaube ich, ist auch der Grund, warum ich mit dem Simon heute angucken kann, ob ein LernOS für Organisationen mich dabei unterstützen kann, uns dabei unterstützen kann und wie das funktioniert. Das war, glaube ich, der Aufhänger für unsere heutige Session. Also wenn ich es kurz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, bei euch passiert im Moment sehr viel vom heißen Scheiß in Corporate Learning. Waren ja auch schon einige Kollegen, der Alpa war heute früh mit der Session Lernbegleitung, Letty hatte schon eine Session. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzugucken. Das hört man gern. Manche führen zu unserem Organisation nicht immer heißen Scheiß. Von daher ist es schön, dass man auch mal diese Assoziation mit uns verbindet. Ich finde das nicht schlimm. Sehr gut. Wir haben besprochen, dass wir die Session so ein bisschen zweiteilen. Es war ja im Chat auch schon, hat jemand geschrieben, bei den Erwartungen mal zu erfahren, was eigentlich LernOS für Organisation ist, wo das steht. Also ich würde am Anfang mal so 2, 3 Sätze sagen, was LernOS eigentlich ist und euch dann so eine ganz schnelle Guided Tour durch den LernOS für Organisationen Guide geben, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Dann würde der Christian übernehmen und würde mal zeigen, was sie bei der DATEV gerade tun und wie diese 2 Dinge zusammenpassen können, was sich da ergänzt, was man in der Praxis schon macht, was in dem Leitfaden steht. Und dann haben wir am Ende auf jeden Fall noch genug Zeit für Fragen und Diskussionen und eure Gedanken und Ideen. Ich hatte gerade den Link in den Chat gepostet. Wir haben so eine ganz einfache Seite unter lernos.org mal aufgesetzt. Ich mache die mal in klein. Also das ist einfach so eine lange Seite. Da steht eigentlich alles drauf, was man wissen muss. Zunächst mal, dass LernOS ein offenes System für lebenslanges Lernen und lernende Organisationen ist. Also wir haben in der Cognition Akademie in 2016 angefangen, mal so zusammenzuschreiben, was wir in 15 Jahren in Projekten zum Thema Wissensmanagement und lernende Organisationen gelernt haben. Da entstehen im Kern 3 Leitfäden, einer auf der individuellen Ebene, wo so Methoden wie Working Out Loud und Getting Things Done und Objective Key Results verarbeitet sind. Da gibt es morgen auch noch eine Session zum sogenannten LernOS Flow, also wie funktioniert so ein Workflow für Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen. Dann der LernOS Leitfaden für Teams, der kommt nächstes Jahr raus. Das ist so die Teamebene, also wie lerne ich im Team, welche Wissensziele stecke ich mir, wie mache ich Lessons Learned, Retrospektiven, wie sieht meine Teamablage aus, damit ich da Dinge wiederfinde. Und dann eben, worüber wir heute sprechen wollen, LernOS für Organisationen.
Wer jetzt davon noch gar nichts gehört hat, im Nachgang noch ein bisschen reinlesen will, ihr findet hier oben im Header den Link zu der Community. Da ist eine Community-Plattform dahinter, wo auch die Session-Dokumentation drinsteckt, also das, was ich euch hier gezeigt habe. Dann findet ihr den Twitter-Account lern_os. Wenn ihr auf aktuellen Stand bleiben wollt, könnt ihr dem folgen. Und, das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, gibt es morgen früh eine Session dazu, den Link zu GitHub, weil alle Inhalte aus allen Leitfäden verwalten wir offen zugreifbar auf GitHub. Das heißt, ihr könnt euch da alles runterladen. Wenn ihr sagt, da steckt eine gute Idee drin, manche Sachen wollt ihr aber ändern, dann könnt ihr euch das runterladen und könnt es für euch eben beliebig modifizieren. Wir haben hier so einen One-Pager drauf, was sozusagen LernOS versucht, auf einer Seite zu erklären. Hier unten drunter gibt es auch nochmal so eine Webpräsentation, ne, wo man sich durchklicken kann oder eben auch in Meetings verwenden kann. Und dann, wenn man noch so ein bisschen weiter runter geht, hier bei den Leitfäden, hier steht LernOS Leitfäden, da findet ihr eben diese Leitfäden aus dem Kern. LernOS für dich verlinkt, für Organisationen verlinkt, Teams kommt nächstes Jahr. Und dann eben, ich habe im Chat gesehen, irgendjemand hat geschrieben, erinnere mich an den Namen nicht, ist gerade im Sketchnoting-Leitfaden, im Lernpfad. Ne, also es gibt auch Leitfäden, die man jetzt hier sieht, zu wie mache ich Barcamps, wie mache ich Community-Management, wie lerne ich Podcasting oder Sketchnoting. Also könnt ihr euch mal durchklicken im Nachgang. Das funktioniert immer hier so, wir stellen verschiedene Versionen der Leitfäden bereit. Also so klassisch ist man gewohnt, eine PDF-Version zu haben, die man dann entweder sich ausdruckt im allerschlimmsten Fall oder in einem PDF-Reader liest. Wir haben aber auch E-Book-Versionen, wir haben Word-Versionen, HTML-Versionen und wir haben eine sauber navigierbare Web-Version. Die würde ich jetzt mal aufmachen, weil man die vielleicht jetzt in so einer Session am einfachsten verwenden kann. Wenn ihr, wir sind, glaube ich, eine überschaubare Anzahl von Leuten, was ich gesehen habe, oder? 16 Menschen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, klar, ihr könnt die in den Chat stecken. Ich habe den jetzt gerade nicht im Blick. Christian, du könntest vielleicht, solange ich spreche, einen Blick drauf haben und umgekehrt. Ja. Yep. Wer mag, kann aber gern sein Mikro auch aufmachen und einfach sozusagen reinfragen. Ich packe euch mal den Link auch in den Chat, falls ihr da mitklicken wollt eventuell. Und dann würde ich einfach mal so ein paar Gedankengänge aus dem Leitfaden euch mal vorstellen. Die Leitfäden sind immer so zweigeteilt aufgebaut. Es gibt ein Grundlagenkapitel, wo so die Theorie oder die Grundgedanken beschrieben sind. Und dann gibt es den sogenannten das Lernpfadkapitel. Dort findet man dann quasi Übungen oder Anleitungen, wie man sozusagen die Theorie in die Praxis umsetzt. Und das eben immer über diesen Zeitraum von einem Quartal, was wir in LernOS ein Learning Sprint nennen oder was man Lernkapitel nennen könnte auch. Also schauen wir da mal rein. Das ist ja immer ganz witzig, wenn man so über lernende Organisationen spricht. Christian, du hast das Wort auch schon erwähnt. Man hat eigentlich immer als erstes so den Peter Senge, der auftaucht, ne, mit dem Systemlernen, das Organisation als System, als komplexes System, als soziotechnisches System. Und dann wird meiste Theoriebasis schon sehr dünn. Also es ist so, das Verständnis von was ist eigentlich eine Organisation, wenn jetzt nicht einer zufällig Systemtheorie oder Organisationssoziologie oder sowas studiert hat, das hört da oft schon auf. Und das Ziel quasi von dem ersten Kapitel hier, ein zeitgemäßes Verständnis von Organisationen, ist mal so ein bisschen aufzuspannen, was sind so Basiselemente, die man vielleicht kennen sollte, um über Organisation, speziell Lernende eben, nachzudenken, zu sprechen und auch Projekte zur Veränderung zu planen. Da vielleicht auch nochmal, wir haben so grob als Maßgabe, dass diese LernOS-Leitfäden nicht länger als 50, 60 Seiten sein sollen. Das heißt, man muss das eigentlich wie so ein Eisberg sehen. Die einzelnen Themen sind hier überall nur angeteasert. Das ist so der Teil des Eisbergs, der über die Wasseroberfläche rausschaut. Und dann sind ganz viele Quellen und so weiter verlinkt, wo man dann in die Tiefe gehen kann und sich quasi das im Detail erarbeiten kann. Also das ist mal so der Klassiker der Organisationssoziologie, quasi nicht mehr Organisationen als Maschinen zu betrachten, sondern eher als Organismen, als Systeme. System bedeutet immer, ich habe quasi ein System bestehend aus Elementen. Komplexes System heißt in der Regel, das sind viele Elemente, die viel Vernetzung haben und die vor allen Dingen auch nach nichtlinearen Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Also das heißt, ich kann schwierig nur Voraussagen darüber treffen, wie das System funktioniert. Ne? Und Luhmann als einer so der Klassiker, der hat mal gesagt, so Organisation hat eigentlich drei Eigenschaften. Das eine ist, es ist ein Zweck.
Also eine Organisation wird gegründet aus einem Zweck heraus, ein Produkt herzustellen, ein politischer Verein zu sein oder. Dann durch die Mitgliedschaften. Also das heißt, die Organisation hat in der Hand, wer Mitglied ist oder nicht. Das ist im Fall von der Firma dann der Arbeitsvertrag zum Beispiel. Die Organisation entscheidet, wen sie einstellt und wen sie wieder enteinstellt, rauswirft. Und dann über Hierarchien, also über Strukturen, wer ist wofür zuständig, wer ist Vorgesetzter, wer ist Untergebener. Das gibt es in verschiedenen Ausprägungen, so klassische Monohierarchie wie Militär oder Matrixorganisation oder Aufbauhierarchie und Prozess oder Ablaufhierarchie, aber im Wesentlichen halt ein Set von ein oder mehreren Hierarchien. Was uns dann wichtig war, mit reinzubringen, ist die Theorie von John Cotter. Also ihr kennt vielleicht der eine oder andere von diesen 8 Schritten der Veränderung, also aus dem Change Management ist der recht bekannt, Mitte der 90er Jahre. Der hat in den mittleren 2000er diese sogenannte Dual Operating System Theorie veröffentlicht, wo er sagt, es ist ein sehr schönes YouTube-Video dazu. Wenn Christian dann spricht, packe ich den Link in den Chat. Wenn eine Organisation ein Startup ist sie quasi wie ein Netzwerk. Man ist klein, jeder kennt sich, Sachen funktionieren auf Zuruf, man ist sehr schnell in Entscheidungen, es gibt eigentlich gar keine so richtig ausgeprägten Hierarchien. Und dann gibt es so Stufen, man ist mal 10 Leute groß, 20, 50, 100 und auf einmal entstehen eben so Hierarchiestufen und Strukturen. In dem Video ist schön dargestellt, wie die quasi ab dem Startup-Zeitpunkt irgendwann die Oberhand gewinnen und zu dem werden, was wir vielleicht heute als verkrustete Strukturen und Bürokratien und so weiter verstehen. Und da sagt er, geht es darum, wenn ich jetzt sozusagen lernende Organisation sein will und mich diese Bürokratismus nicht bremsen soll, muss ich das wieder ein Stück zurückdrehen und muss eigentlich die hierarchische Struktur mit Netzwerkstruktur wieder in Balance bringen. Und da entsteht eben dieses Dual Operating System, er nennt es auch, steht hier oben in der Überschrift, 2 Betriebssysteme nennt er es, eine Organisation. Also das heißt, ich bin als Teil meiner Rolle in der Organisation in irgendeiner Funktion, auf irgendeiner Hierarchiestufe, aber einen Teil meiner Zeit verbringe ich auch in Netzwerken oder in Communities und beschäftige mich da mit anderen Themen. Also klassische Beispiele wären sowas wie Google 20% Zeit oder die 10% Zeit bei 3M beispielsweise. Oder auch, ich veranstalte ein Barcamp, wo sich Mitarbeiter austauschen können und ich gar nicht so genau sagen kann, was sie da lernen und was die mitnehmen und ich aber davon ausgehe, dass die sich halt schon mit Themen beschäftigen, die für die Organisation relevant sind. Also das ist quasi mal so ein Aspekt. Da ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt eine Organisation bin, die eher auf dieser Hierarchieseite ist, wie kann ich denn Organisationen verändern? Die alte Theorie von Cotter mit den 8 Schritten, die ging noch von einem sehr mechanistischen Verständnis aus. Also ich habe so 8 definierte Schritte, ich habe sowas wie Change Agents, die dann das ist und das soll in die Breite bringen. Und so ähnlich wie ich eine Maschine umrüste, kann ich auch meine Organisation umbauen. Und da muss man heute sagen, ist es doch viel, viel breiter, was es als Möglichkeiten gibt. Und vor allen Dingen dieses lineare Vorgehen funktioniert eben an vielen Stellen auch nicht so gut. Da springe ich mal gerade in dieses Veränderung von Organisationen Kapitel. Also da wird hier gesprochen auf der einen Seite mal eben von dieser Top-Down-Veränderung. Also ich habe klare Ansage von der Spitze, wir müssen uns ändern, wir stoßen Geschäftsbereich ab oder wir steigen in das Thema ein und das dekliniere ich durch. Das ist quasi so alter Cotter. Dann dem gegenübergestellt das ganze Thema Grassroot-Movement bottom-up, mal so dargestellt anhand der Theorie sozialer Bewegungen. Und das auch nochmal in Kontrast gestellt zu dem sogenannten Middle-Up-Down-Ansatz. Das ist einer, den wir jetzt in dem LernOS für Organisationen bevorzugen. Kommt aus den späten 80er Jahren von Nonaka Takeuchi. Und der heißt deswegen Middle-Up-Down-Ansatz, weil er diesem Trend, dass man sagt, das mittlere Management ist eigentlich noch Lähmschicht, dass man den versucht umzudrehen und zu sagen, im mittleren Management sitzen eigentlich Kernpersonen. Zum einen mal, weil die lang genug dabei sind, dass sie nicht mehr so einfach angegriffen werden können, wenn sie irgendwas Verrücktes machen, was mir in der Grassroot-Bewegung vielleicht passieren kann, weil sie die Sorgen und Nöte der Front kennen, also was so wirklich an der Basis im Operativen gerade Problematik ist,
gleichzeitig aber auch kennen, was so die große Vision, also diese Grand Theory, wie es oben heißt, des Top-Managements ist. Und Middle-Up-Down nennt er das deswegen, weil er sagt, aus diesen Positionen heraus kann ich quasi etwas treiben, was mich immer Schritt für Schritt voranbringt, was ich vielleicht in den Kontext des Top-Managements stellen kann, was so eine große Chance, ne, sei das irgendwie Digitalisierung oder wir müssen Industrie 4.0 machen oder Remote Work. Also irgend so ein Thema, was dem Top-Management wichtig ist, das eben in den Kontext des Lernens und der lernenden Organisation zu stellen und aber eben nicht so abgehoben zu machen, wie Top-Down-Ansätze oft sind, sondern auch zu gucken, wo ist so ein ganz konkreter Benefit für die Mitarbeiter, dass die was lernen und dann auch sagen, ah, das ist ja super, die Veränderung, die mache ich mit, nicht weil es auf dem Poster steht, sondern weil ich selber auch was davon habe. Na, also das steckt hier drin. Und dann springe ich mal noch an eine Stelle und dann sind wir da auch schon so weit durch, wie wir für jetzt durchkommen. Das ist nämlich der Aspekt, wie könnte ich denn das jetzt in der Organisation aufsetzen? Gibt es auch ein Schaubild? Da sieht man jetzt hier diese Koalition, die sich vorgenommen hat, den großen Nordstern der lernenden Organisation Wirklichkeit werden zu lassen, die nach Kotters Theorie eine Nähe zur obersten Leitung oder zum Top-Management hat und weiß, was da so Mission, Vision, Ziele, heiße Themen sind und daraus Kotter nennt es a big chance, also eine große Chance sieht, so ein großes Thema, an das ich anknüpfen kann. Und die ganz operativ, der Prozess, den man hier in der Mitte sieht, mit diesen Open Space Learnings, ist geklaut oder übernommen von Open Space Agility. Das ist eine Methode, wie ich Agilität, agiles Arbeiten in Organisationen bringe, ne, wo gesagt wird, ich muss die ganze Organisation einladen, diesen Veränderungsprozess nicht nur mitzumachen, sondern mitzugestalten. Das heißt, im 3-Monats-Takt oder im 6-Monats-Takt lade ich die Organisation ein, um darüber zu sprechen. Was braucht es denn, um lernende Organisation zu werden? Welche Methoden, welche Prozesse, welche Verhaltensweisen wollen wir ändern oder etablieren? Nennt es Invitation-Based Leadership. Also ich als Mitarbeiter habe die Chance, auch Nein zu sagen. Ich gehe da nicht hin. Und die Idee ist aber, dass über die Zeit sozusagen mit dem Schreiten in die Zukunft immer mehr Freiwillige, in Kotters Worten Army of Volunteers, im Gegensatz jetzt zu den üblichen wenigen Change Agents, die ich in so einem Change-Programm habe, angezogen werden von diesem Prozess und Lust drauf haben, eben partizipativ die Zukunft mitzugestalten. Und nicht darüber so eine Art, sieht man jetzt mit der Maus wahrscheinlich nicht, wie so ein Unendlichkeitszeichen, also so ein Transmissionsriemen, was eben genau dieses Middle-Up-Down Management ist, hinbekomme. Das ist der Stand in der Version 0.7, wie gesagt. Also das ist noch nicht fertig, aber das ist mal so skizziert, was dieser Leitfaden LernOS für Organisationen leisten soll. Genau, und jetzt würde ich das Wort mal dem Christian rüberschieben. Ich schaue gleich mal noch in den Chat, poste euch den versprochenen Link auch noch da rein. Wir können auch gerne, wenn jetzt jemand noch Fragen hat zu dem, was ich gerade erzählt habe, das können wir auch schnell die Runde noch machen. Und ansonsten kann Christian schon mal seinen Inhalt vorbereiten und quasi mal eure Aktivitäten da dagegen spiegeln. Aber vielleicht erstmal die Frage in die Runde. Mag jemand eine Frage oder eine Anmerkung stellen zu dem, was ich jetzt erzählt habe schon? Die schweigenden 10 Sekunden in der Videokonferenz. Da würde ich sagen, Christian, mach erst mal weiter. Genau, ich weiß noch ziemlich gut, ich habe in den Google-Plan geschrieben, ich möchte eine Idee dafür entwickeln aus der heutigen Session, wie wir diesen Learners Guide für Organisationen in unserem Prozess andocken können. Und dazu muss man wissen, ich mache jetzt seit 2 Jahren etwas, wo ich eben versuche, einladungsbasiert mit viel Kommunikation so eine Koalition der Willigen zu bilden, die gemeinsam die Transformation des Unternehmens gestalten. Und ich lade alle meine Kollegen, die ich zur Guiding Coalition zähle, die heute mit dabei sind, ein, mich scharf zu widersprechen, wenn ich Quatsch erzähle, oder mich zu ergänzen, wenn ihr das Gefühl habt, da wären noch schöne Punkte zu ergänzen, die ich vergessen habe. Und tolle Kollegen aus der Weiterbildung, Simon Roderos, der heute dabei ist, Simon Burda, haben schon länger mit Simon Dückert und LernOS zusammengearbeitet. Und ich weiß, beim letzten Corporate Learning Camp oder beim ersten, wo ich dabei war bei der krassen Herde,
hat mir ein Simon Dückert, den ich nur namentlich kannte, an einem Tisch erklärt, was ist überhaupt LernOS und was das heißt und Betriebssystem. Und ich habe so ein bisschen Working Out Loud Erfahrung gehabt, aber ansonsten war mir das neu. Und dann haben wir angefangen, im Jahr zusammenzuarbeiten und er sprach davon, dass er das für Organisationen auch macht. Und dann hat er immer wieder so Sachen gesagt, ja, ihr macht es ja so und so wie die und die und das ist ja Kotter und das, was ihr macht, ist ja Open Space Agility. Und ich dachte, Herrschaft, irgendwie scheint er deutlich mehr zu wissen von dem, was wir hier tun, als ich nur übersehen kann. Und so kam es dann, dass ich, glaube ich, jetzt im Sommer erstmals eine der Versionen, ich glaube die 07, habe ich dann gelesen und war doch baff erstaunt, dass viel von dem, was wir tun und was wir seit 2 Jahren tun, in diesen 30 Seiten sich wiederfindet. So, und jetzt würde ich, ist natürlich ein bisschen vermessen, in kurzer Zeit euch einzuladen, zu überlegen, wo wir gerade stehen. Das würde ich aber tun, weil ich gern dann in die Resonanz gehen will, was löst es bei euch aus? Und vor allem, ich möchte die Lernidee für heute nochmal benennen, wie könnte das dann jetzt mit so einem LernOS für Organisationen weitergeführt werden? Also das wäre so meine Idee für heute. Ich gebe zu, dass ich Kotter nicht so gut kenne, dass ich jetzt zu der Frage der Dual Operating System kenne, aber wenn jemand fitter ist in diesen Sachen Theorie, dann ergänzt das einfach. Und der Lernbeschleunigungs-Worterfinder ist ja sogar im Raum, von daher kann der noch besser erklären, was Lernbeschleunigung genau macht. Ich möchte gern euch ein Bild zeigen, das letztlich unser Bild ist von dem letzten Bild, das Simon gerade gezeigt hat. Ich fange mal mit der rechten Schleife an, bei Experimentieren, Anpassen und Lernen. Vor 2 Jahren bin ich eingeladen worden, aus dem Außendienst wieder zurück in die Zentrale zu kommen, weil Julia Bangert und Christian Beer, unser Chief Digital Officer war er damals, beschlossen haben, ein Schutzraumprojekt zu starten. Wir machen Softwareentwicklung mit 70 Leuten, so wie heute eine Software-Company das machen würde, wenn man neu startet. Und das machen wir ein bisschen anders. Eher so, wie das Bild rechts war, Netzwerk, das Pfirsich-Modell. Es gibt ein Empowerment-Team, es gibt keine klassische Führung. Die Teams sind selbst organisiert. Es gibt einen Corporate Learning Coach, der Latti ist heute mit dabei. Und es war vor 2 Jahren eine PowerPoint und inzwischen arbeiten da 80 Leute, wir sind 9 Teams. Latti, du korrigierst mich, wenn es schon 10 sind. Ich glaube, 9 ist der aktuelle Stand. Es sind 9 Teams, die in 3-Monats-Rhythmen Software fürs Haus DATEV machen. Und meine Aufgabe war, als Kommunikationsbegleiter dafür zu sorgen, dass dieses Schutzraumprojekt nicht von der Organisation übersehen wird oder dass die Impulse nicht ankommen. Und das ist dann die linke Schleife. Wir machen rechts praktisch Experimentieren, Anpassen, Lernen in so einem Experiment und links ist die Frage, wie kann man das für die Organisation reflektieren? Und das ist ja dann immer Kommunikation. Und die gelben Kästchen, die COPCAT, ist die Guiding Coalition. Wir haben angefangen zu überlegen, gibt es Menschen, die sich für Change and Transition in der DATEV interessieren? Ich bin ja nicht der Einzige, der sowas macht. Bei 8000 Leuten könnt ihr euch vorstellen, dass es an vielen Ecken Menschen gibt, die Wandel und Übergang auch gestalten und wir haben angefangen, die einzuladen. Es gab schon eine Kultur für Community of Practice aus 8 Jahren agiler Transitionserfahrung im Softwareentwicklungsbereich und wir haben dann im Juli 2018 eingeladen, wer möchte eine Community of Practice zum Thema Change machen. Und da waren am Anfang 12 und inzwischen treffen wir uns monatlich und es ist ein Austauschraum, wo sich diese Guiding Coalition trifft und gemeinsam überlegt, wie können wir Veränderungsprozesse im Unternehmen unterstützen. Mal systematischer, mal offener und inzwischen sind es in der Regel Open-Space-Termine jeden Monat. Und auch aus dem Experiment raus kam meine Überlegung, wir müssen laute Momente machen, wo wir viel Energie in der Organisation bündeln, also nicht nur 20, 30 treffen sich, sondern vielleicht auch mal 300 oder 500. Das ist das sogenannte Digicamp. Anfänglich vierteljährlich und ihr seht jetzt den Plan, im nächsten Jahr werden wir auf 3 Termine im Jahr gehen. Mit einer herzlichen Einladung an die Kollegen. Offene Einladung, immer Pull, alle sind eingeladen und die kommen, sind die richtigen. Und da haben wir jetzt 3 Erfahrungen gemacht, im Juli das erste online. Und das Spannende hier, wir entscheiden auch, dass 20
25% externe Teilnehmer kommen. Das heißt, es gibt eine offene Schnittstelle www.datev.de/digicamp und dann kann sich jeder anmelden und kann teilhaben, wie wir lernen. Da war zum Beispiel Karl-Heinz Pape mit dabei und hat am Anfang gedacht, oh, guck mal, da darf ich einfach kommen und mitlernen. Und das ist einer der Punkte, wo wir versuchen, in diesem Veränderungsprozess auch externe Impulse mit aufzugreifen. Und es geht dort um Themen, die auch einladungsbasiert von Kollegen überwiegend, 70% der Sessions sind von Kollegen gestellt. Und es ist ein kuratiertes Format, ein Multi-Event-Format. Das heißt, wir laden dazu ein, vorher schon zu versprechen, was passiert in üblicherweise 45 Minuten oder 60 oder 90 Minuten. Die meisten Sessions sind 45 Minuten. Und ähnlich wie hier bei diesem Camp, wo man auch vorher wusste, was passiert wann, haben wir eine kuratierte Agenda. Und was noch fehlt, sind die zwei hellgrünen Open Space Dativ. Das war der Moment, wo mir Simon Dückert sagte, das, was ihr macht, ist Open Space Agility. Das ist genau, ihr fangt mit einer Idee an. Wo habt ihr ein Problem in der Organisation? Ihr ladet alle ein in ein Open Space. Wir macht Experimente, 3 Monate und dann schaut er, was rausgekommen ist. Und wenn es gut war, dann hat die Organisation gelernt. Und wenn es nicht gut war und es nicht dazu geführt hat, dass das Problem gelöst ist, ein Wertschöpfungsproblem für unsere Kunden, dann fangen wir neu an. Und da haben wir jetzt im Sommer trotz Corona, das hat uns erst sehr die Energie gezogen im März, da waren wir kurz vor dem Start eines Open Space und dann kam der Virus. Und wir haben ein bisschen gebraucht. Im Juni haben wir ein Online-Open Space Barcamp gemacht und haben 8 Experimente am Start, die gerade so in der Schlussphase sind. Alpa hat eins der Experimente gezogen, kann nachher gehen, wie es ihm damit geht. Wir schließen diese erste Open Space Data Phase mit dem DigiCamp im Oktober ab. Und was ihr hier seht, ist der Plan, dass wir nächstes Jahr 2 solche Schleifen machen. Genauso wie das Daniel Messier in seinem Buch vorsieht. Erstes Halbjahr, Januar bis Juli und zweite Schleife, Juli bis Dezember. So, und das ist unser Plan. Es fehlt noch das Co-Creation Camp ganz unten, ein Open Space Barcamp dieses Jahr am 24.10., wo wir Trainer und Berater, so wie der Simon einer ist, dazu einladen, gemeinsam mit uns zu reflektieren, ob diese Schleife überhaupt dazu bringt, dass wir uns als Organisation weiterentwickeln. Und da waren wir beim letzten Mal so circa 300 Menschen, darunter auch unsere Vertreter. Das ist in unserer Genossenschaft, das ist in der Genossenschaft ganz wichtig, dass nicht nur wir selber gucken, sondern auch unsere Mitglieder, unsere Eigner drauf schauen, mit externen Trainern und Beratern. Und wir werden das am 24.10. dieses Jahr wieder machen und haben auch im nächsten Jahr den Plan, dass es einmal so eine retro-ähnliche Kommunikationssituation gibt. Der Stefan hat gerade im Chat gefragt, ob du 2 bis 3 der Experimente vielleicht mal beschreiben kannst, dass man sich vorstellen kann, was das für Experimente sind. Genau, ich beende jetzt die Präsentation und kann mir vorstellen, dass euch vor lauter Camps der Kopf rauscht, weil das ist auch die Erfahrung, die ich aus der Organisation habe, dass kaum hat der einige geglaubt, der verstanden, was für ein Camp ist, taucht ein neues auf. Ich kann ein Beispiel für ein Experiment, Alpa erzählt seins nachher selber. Wir haben ein Experiment gestartet, das wir aus dem Empowerment-Team im Cross-Solution-Center, so heißt das Experiment, mit dem alles begann, das Gefühl haben, dass das Thema Führung in unserer jetzt 52, 53 Jahre alten Organisation extrem heterogen erlebt wird. Also wir haben noch sehr, sehr klassisch ganz links in sauberer Hierarchie gefundene Managementstrukturen. Und dann gibt es welche, die mit voller Selbstorganisation und aller Ernsthaftigkeit arbeiten. Und die passieren nebeneinander. Und wir haben den Eindruck, dass da der Dialog geführt werden muss. Haben ein Problem benannt, das Thema Führung und die Sprechfähigkeit zum Thema Führung sollten wir angucken. Und da haben dann Kollegen aus dem Personalbereich gesagt, sie nehmen das Experiment an. Und es gibt ein XSC-ähnliches zweites Experiment, wo wir gerade Rechenzentrumstrukturen neu denken, die auch mit Führung ganz anders arbeiten. Die haben sich gestellt, ihre Learnings gemeinsam zu teilen. Und ich bin ein bisschen vorsichtig zu sagen, wie der Zustand gegenüber der Ausgangspunkt im Juni jetzt im September ist. Aber wir hatten heute eine interessante Sitzung, dass wir sprechfähig sein wollen im Oktober, den Status dieses Prozesses sagen. Das war ein Projekt. Ein zweites Projekt, dann höre ich auf. Wir haben als ehrwürdige Organisation mit Microsoft Herausforderungen, weil Microsoft jetzt ihre Software Suite komplett in die Cloud legt. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind eine Organisation, die mit Daten höchster Sensibilität arbeitet, von Steuerberatern, Lohndaten, Rechnungswesendaten, FIBO-Daten, die liegen bei uns im Rechenzentrum. Wir haben so ein bisschen neurotisches Verhältnis zu Datenschutz und sind da diesbezüglich in 5 Jahrzehnte sehr sicherheitsorientiert abgeschlossen gewesen.
Und jetzt haben viele unsere Produkte Schnittstellen zu Microsoft. Und jetzt sollen die plötzlich in die Cloud. Und das stellt unsere Kollegen, die die Produkte bauen, das stellt unsere Kollegen, die die interne IT machen, vor große Herausforderungen. Und unsere Kunden, also vor allem auch die Kunden unserer Kunden, also Unternehmer, arbeiten aber immer selbstverständlicher mit der Software. Und die stellen sich die Frage, warum kann dieser komische IT-Dienstleister aus Nürnberg Microsoft-Produkte nicht so integrieren, wie wir das gerne hätten? Und da entsteht ein echter Druck vom Markt. Und meine Kollegin Katja Knödel ist so eine Boundary-Spannerin, die ist marktorientiert und versucht, Wissensmanagement bei Kunden zu machen und bringt der Organisation mit, hey, wir müssen bei Office 365 was machen, die Kunden wollen was. Und sie hat ein Experiment gestartet, wie können wir Kundenkommunikation als MVP einbauen? Wie können wir früher unsere Unsicherheiten mit unseren Kunden teilen, ohne dass die denken, die wissen ja nicht, was sie wollen. Früher wusste die Dativ, was sie will und sagt den Kunden, das wollen wir und das ist richtig und das ist gut, vertraut uns, wir wissen, was wir tun. Heute müssen wir sagen, wir wissen nicht so genau, wie wir die nächsten 3 Jahre mit dem Problem umgehen. Wir wissen, es ist ein Problem und wir arbeiten dran. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Und diese Kommunikation zu üben, damit ist auch vielleicht der Schlusspunkt dieses Impulses, ist eine der möglichen Änderungen, dass eine Organisation, die früher genau wusste, was sie tut, die ihren Mitarbeitern genau sagte, so geht's lang, lernen muss, mit Unsicherheiten in der Kommunikation umzugehen, nach innen und nach außen. Das ist ein Moment. Ich nenne das gern konstante Überkommunikation. Was ich hier mache, ist ja eigentlich externe Kommunikation. Jetzt sitzen aber hier 4 oder 5 oder 6 Kollegen. Ist das vielleicht auch interne Kommunikation? Dann nimmt es der Simon auf. Was ich hier sage zu unserer Organisation, was macht denn da mein Pressesprecher damit? Dass ich hier was erzähle zu unseren Produkten und zu Office 365 und ist das abgestimmt? Und das sind Momente des Lernens einer Organisation. Und ob Lernost dabei helfen kann, kleingeschrieben mit L am Anfang oder nicht, das wäre das Momentum des heutigen Nachmittags. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, damit würde ich jetzt die Runde eröffnen. Wir machen mal experimenthaft. Ich weiß nicht, ob du dein Experiment noch kurz vorstellen willst auch. Ich würde jetzt mal experimenthaft in den Together-Mode umschalten, dann sehen wir auch visuell so ein bisschen anders aus. Moment. So. Ich erzähle einfach mal, Simon? Oder? Ja. Ja. Wer in meiner Session heute war, der hat es ja vielleicht mitbekommen. Ich habe ja meinen Job neu erfunden. Also ich bin weg von einer ehemaligen Stabsstelle, die Command and Control macht, also die irgendwie Vetorechte hat und der Organisation sagt, was richtig und was falsch ist. Hingegangen zu einem Arbeitsmodus, den ich Lernbegleitung nenne. Das heißt, ich begleite Menschen in ihrem Alltag, damit sie die Kompetenzen entwickeln, die ich habe. Und neben der Stabsstelle, in der ich bin und war, gibt es noch 22 weitere Stabstellen. Die führen sich immer noch auf wie die Könige im Wald. Die machen immer noch Vetorecht und Regelungen und Vetorecht. Ne? Also die bevormunden die Teams immer noch. Und ich habe als Experiment vorgeschlagen, ich habe gesagt, ich glaube, das, was ich mache, funktioniert auch für alle anderen Stabstellen. Und habe eben quasi Mitstreiter gesucht, die das für ihre Stabstelle ausprobieren wollen. Witzigerweise haben sich beim Open Space Dativ 2 Stabstellen gemeldet, die dann den Schwanz wieder eingezogen haben, weil ihre Führungskräfte gesagt haben, nee, also bei uns, da geht das nicht so, da müssen wir das doch anders machen. Ich hatte eigentlich schon aufgegeben, nur mittlerweile haben sich 2 andere Kollegen gefunden, die das dann tatsächlich jetzt gerade machen. Und zwar aus einer Ecke, aus der ich gar nicht damit gerechnet hatte. Und da spricht man, also manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis die Leute sich finden und sich melden und auch den Mut fassen, die Veränderung dann mitzugehen. Aber ich glaube immer noch, also ich glaube, die anderen fehlenden 20 quasi, die ziehen schon auch noch irgendwann nach. Die Frage ist halt, wann. Na schön, also da sieht man schon, wie vielfältig und unterschiedlich auch die Experimente in Organisationen sind. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit. Jetzt habt ihr mal so gesehen aus diesem LernOS-Guide für Organisationen, wie man sich das so aus der Theorie vorstellen könnte, wie so eine Entwicklungsreise ist. Christian hat gezeigt, dass Praxisansätze gar nicht so weit davon entfernt sind. Aber jetzt interessiert uns natürlich auch so aus dem Kreis mal, was ihr dazu denkt. Ob ihr sagt, das geht in die richtige Richtung, man könnte dies und das noch machen oder müsste sich eigentlich ganz anders vorstellen. Also jetzt wäre so die Zeit, wo jeder mal sein Senf quasi zu dem Gezeigten geben kann. Hey, ich habe leider noch gar keinen Senf, aber ich denke mich halt gerade erst in das Thema rein und finde es extrem spannend und danke auch sehr für die plastischen Beispiele für lernende Organisationen in einer komplexen Welt. Das ist halt jetzt einfach mal anders. Und meine konkrete Frage war, ich hatte schon gehört, dass ihr bei Dativ schon länger halt Lerncoaches habt und ist das deren Aufgabe auch diese
Gruppen und sogar quasi ja Organisationsentwicklungsthemen zu begleiten. Lati, magst du was sagen? Im iPad ist immer nicht ganz so einfach, das Mikrofon ein- und auszuschalten. Ja, ich kann gerne was dazu sagen, ja. Was bei uns ist, ich bin zuständig in unserer Einheit, das sind 9 Entwicklungsteams mit meiner Kollegin, mit der Angelika. Die bekommen alle 3 Monate ein neues Arbeitspaket aus dem Haus. Das ist zwar immer der gleiche Technologie-Stack, aber trotzdem immer ein bisschen unterschiedlich. Und wir versuchen immer das Delta zu schließen, dass die Teams diese Sachen bearbeiten können, diese Pakete bearbeiten können. Also wir haben dann manchmal nur 2 Wochen Zeit, manchmal 4 Wochen, manchmal 5 Wochen, ist unterschiedlich. Und praktisch, wir holen Wissen ran. Also ich glaube, so richtig an der Organisation arbeiten tun wir insofern nur, dass wir auch versuchen, die Leute zu befähigen, dass sie sich auch Wissen selbst oder Kompetenz selbst aneignen. Also nicht nur, wir haben eine super Weiterbildung bei uns, die machen wirklich einen geilen Job. Nur auf so Kleinigkeiten ist bei uns oftmals so hochkommen. Da lohnt sich das, eine Schulung aufzusetzen. Mhm. Oder wenn halt irgendwas ist, was man ganz kurzfristig braucht, dann glaube ich, funktioniert das nicht so gut. Und dementsprechend ergänzen wir uns da gut. Und ich glaube, das verändert aber auch ein bisschen die Weiterbildung bei uns im Haus. Wir versuchen auch die Leute untereinander, einen Satz noch, untereinander zu vernetzen, dass wir praktisch, wir haben bei uns, wo wir sitzen, keine Türen, wir haben Vorhänge, dass einfach der Weg, Vorhang auf, zum nächsten Vorhang rein, du hast doch letztens erzählt, ihr macht das und das, wo steht denn das? Oder kannst du mir das kurz erklären, dass solche Sachen auch passieren? Okay, aber das ist hauptsächlich halt auf Teamebene. Das ist ja schon spannend genug, deswegen, genau. Und dann kommt halt noch obendrauf quasi die Begleitung der lernenden Organisation. Und das hat jetzt Christian vor allem mal auf den Schultern, ja? Okay. Ja, und genau das ist es eben. Das ist es eben nicht. Die vielen Lattis zusammen verändern die Organisation. Ja, und es gibt überhaupt keinen Larry mehr, der das zentral verantwortet. Was auch immer, sicher sind die Veranstaltungen, die wir machen, eher von dem Korn über der Einheit zu größeren Gebinden. Aber die Verantwortung dafür, dass die Gebinde sich mitwachsen, passieren aus Impulsen, die von Latti und den Kollegen in einem Netzwerk entstehen. Und genau das, was du hast, dass jemand sagt, naja, das ist ja nicht mein Job. Ich kümmere mich ja um das kleine Ding, Christian, das machst dann du, den Rest machst du. Diese Gedanken gar nicht erst aufkommen zu lassen, das ist das, was ich als Aufgaben beschreiben würde, Haltungsveränderung zu machen. Diese Digicamps machen 30 selbstorganisierte Freiwillige, die aus ihren Aufgaben sich rausstellen. Und das sind ganz oft Sachbearbeiterinnen aktuell. Also ich habe einen Strauß von Sekretärinnen, die über sich hinauswachsen bei der Vorbereitung von so einer Veranstaltung, denen niemals jemand zugetraut hätte, dass sie sowas menschen, bis sie es machen. Und unser Mittelmanagement, Simon, das du ja sehr heroisch nicht als Lehmschicht beschrieben hast, zu dem ich mich qua Verantwortungsebene auch zählen darf, die gucken noch ein bisschen irritiert zu und wissen noch nicht genau, auf welche Seite sie sich schlagen sollen. Und können momentan auch noch sich jede Seite raussuchen. Es sind noch verschiedene Seiten da. Also man kann noch alles finden und ist immer noch irgendwie richtig, je nachdem, wo man hinschaut. Ich fand auch wichtig, was Latti gesagt hat. Du hast, glaube ich, gesagt, die Weiterbildung macht einen geilen Job. Der Punkt ist, glaube ich, dass in den einzelnen Themen, die ich zu lernen in Organisationen brauche, ganz viele Leute einen geilen Job machen. Bei mir ist so ein bisschen der Groschen gefallen bei dem Begriff tatsächlich Guiding Coalition. Was fehlt, ist das Kohärenzzentrum, also so der Ort, wo die sich mehr abstimmen. Ja. Ja, also Training fokussiert auf den Einzelnen. Ich habe Mitarbeiterentwicklung, ich habe Führungskräfteentwicklung. Menschen bauen am Intranet, Leute führen soziale Netzwerke ein. Jemand macht sich Gedanken, wie Büros und Arbeitsorte, New Work Environment aussieht. Ne, und die sind aber oft alle in ihrem Silo und machen alle ihr einzelnes Ding. Und das Spannende finde ich, wenn man die in so einer Koalition, die nicht eine Abteilung sein darf, also das Schlimmste, was man machen kann, haben wir im Wissensmanagement gelernt, ist da eine neue Abteilung draus zu machen und zu sagen, die machen das dann. Die müssen alle in ihren Bereichen bleiben, aber die müssen sich ein bisschen koordinieren, dass die einen vielleicht sehen, oh Mensch, wenn ich sowas wie Office 365 mache, könnte das ein virtueller Lernort werden. Oder so in Yammer oder Teams könnten ja Communities of Practice stattfinden und möglich werden. Ne, dass da mehr Kohärenz und mehr Abstimmung entsteht, ohne das wieder zu bürokratisieren. Da passiert aber auch was an solchen Ecken, dass mittlerweile holen sie sich Use Cases von Leuten aus dem Haus ein, wo ich früher so das Gefühl hatte, es passiert nicht so. Und ich war jetzt da schon mittlerweile bei mehreren Terminen dabei. Und kann dir aus meiner Sicht Lerncoach oder aus Entwicklersicht sagen, wir bräuchten bitte das und das und das. Also solche Sachen passieren schon mittlerweile. Das war früher auch nicht.
Ja. Ja. Da bin ich aber völlig bei dir. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen könnte, ist wieder so einen neuen Bottleneck zu schaffen, indem man die Leute zusammenzieht irgendwie. Ja, es ist halt das, was wir in 100 Jahren eingeübt haben. Ne? Also Abteilung kommt von Abteilen. Das heißt, jeder ist erstmal in seinem Teil. Ne? Oft hört man eben heute Silo. Jeder hat dort natürlich seine Rahmenbedingungen, Zielvereinbarung, Budget, woran werde ich gemessen als Mitarbeiter? Und meistens ist da eben nicht dabei, dass die IT, wenn sie das Intranet macht, gemeinsam mit HR drüber nachdenkt, was das mit dem Thema Lernen zu tun hat. Ne, das hängt dann davon ab, ob in dieser Einheit jemand ist, der davon alleine auf die Idee kommt. Und wenn nicht, ist das eben was, was unabgestimmt nebenher läuft. Und das ist natürlich nicht optimal. Ja, was ich jetzt da auch mehrmals mitbekommen habe in den letzten Monaten, ist, dass die Pains halt völlig unterschiedlich sind. Und dass das halt oft einmal ausschlaggebend ist für das, was passiert. Also wenn ich als Entwickler einen Pain habe, dann ist es eine ganz andere Pain, als jemand hat, der im Außendienst bei uns ist oder jemand, der die Infrastruktur stellt, der halt das gern allen recht machen möchte. Aber dadurch, dass das allen recht machen möchte, halt auch das Ganze wieder so verwässert, dass im Endeffekt keiner so recht zufrieden ist. Ne? Was ja auch mal ein wenig schade ist. Der Alper hat gerade reingeschrieben, er war beleidigt, als Christian die Stabsstelle gekriegt hat. Sag mal ein bisschen, wo das herkommt oder was da so... Alper ist ein Kollege, wir kennen uns seit 5 Jahren, 6 Jahren. Alper, sag mal, bist du da? Und er kam und hat so eine total geile Frage in der Session gegeben, warum gibt es bei dem Ding 2 Produkte? Und diese Frage hätten sich 25 Jahre viel stellen können, es hat sich aber niemand gestellt und er stellte mir diese Frage. Und ich habe versucht, die Frage zu beantworten und das war der Beginn einer hoffentlich ewig langen Freundschaft. Und irgendwann, als es rauskam, dass ich den Job kriegen, haben wir uns im Casino getroffen. Er sagt, Christian, ich komme zu dir. Und ich will gar keine Leute. Ich will gar kein Team aufbauen. Ich möchte nicht, dass jemand glaubt, dass eine Stabsstelle die Veränderungsimpulse des Unternehmens macht. Bleib du da, wo du bist. Du bist mir da, wo du bist, wirksam und ohne, dass ich Guiding Coalition aussprechen hätte können, war wohl das, was ich im Kopf hatte, dass es Menschen gibt, die irgendwo stehen, die wissen, wo wir hinwollen, aber nicht in einem gemeinsamen Team und schon gar nicht in meiner funktionalen Verantwortung, wo ich dann auch noch das Mitarbeitergespräch schreiben müsste für den armen Alper. Das war überhaupt nicht meine Fantasie und ich fühle mich 2 Jahre später gut beraten, es so gemacht zu haben. Er ist viel, viel stärker. Inzwischen zieht er an mir vorbei und ich kann nur staunen, welche Wirkungskreise er auslöst und mich drüber freuen. Wie sieht deine Seite aus, Alper? Ja, genau. Ich habe damals gedacht so, ey, du bist ein Arsch, weißt du? Er hat den offiziellen Auftrag bekommen, Veränderungen zu machen. Das ist etwas, was wir davor gemeinsam gefühlt gemacht hatten. Und nur er hat halt den offiziellen Auftrag bekommen. Und ich dachte, der will mich jetzt verarschen. Jetzt, ne? Jetzt, wo er diese mächtige Position hat, will er mich nicht mehr. Nein, übertrieben, kannst du es nicht. Aber tatsächlich, also er hat damals gesagt, du bist halt richtig da, wo du bist. Und ich glaube, das ist so eine große Leistung, quasi so eine Community aufzubauen aus Menschen, die Organisation von innen heraus verändern und halt in ihren Bereichen einfach, ich sag mal, ja, respektable Leistungen erbringen und dort halt Wirksamkeit haben. Und ich glaube, dann ist es viel wirksamer, wenn die Veränderung von innen kommt. Und gleichzeitig wahrscheinlich auch der Hinweis, wenn man so eine Guiding Coalition aufbaut, darauf zu achten, dass es sich nicht nach hierarchischer Beziehung anfühlt, sondern dass es ein gemeinsames, am gleichen Thema auf Augenhöhe arbeiten ist. Ja, und dein Bild vorher mit der Stabilität, es geht natürlich nur, wenn du von oben auch eine Unterstützung kriegst. Also bei mir ist es Julia Bangert, die diese Idee stützt. Und wenn ich die nicht hätte, dann könnten wir die letzten 2 Jahre nicht so gestalten, wie ich das euch gezeigt hätte. Und es sind maximale und minimale Interventionen, die sie an bestimmten Stellen macht, die das möglich macht. Und wenn es die nicht gäbe, dann könnte ich das mit tollsten Kollegen und tollster Energie nur bis zu einem ganz anderen Punkt. Deswegen glaube ich auch, dass Graswurzel natürlich ein Energieelement ist, aber es muss eine Kombination geben. Insofern fand ich das Bild von dir vorher auch wieder sehr stark, dass das ein Element ist. Und ob eine Systematik eines Lernens in diesem Organisationsentwicklungsmodell auch funktioniert. Das ist das, was mich jetzt bewegt. Kann ich das verlängern, verstärken, verbreitern darüber, über so ein rezeptartiges Konzept, wie ich das in den 30 Seiten von dir gelesen habe? Und ich glaube ja, weil allein, dass sie es mir nicht glauben müssen, sondern coole, international relevante Menschen zu lesen, die Ähnliches vorschlagen, löst schon eine andere Kommunikationssituation im Unternehmen aus und ihr glaubt gar nicht, wie viele Fragen ich nach 2 Jahren immer noch beantworten muss von Kollegen, die nicht so das beurteilen, wie ich das beurteile. Die sehen das, dieses komische Gekämpfe und wieder was und Christian, lass uns doch in Ruhe, wer arbeitet hier eigentlich noch? Du mit deinem Geschmarri, ich möchte mal richtig arbeiten und das ist doch total, das ist ja unmöglich. Diese Gespräche führe ich täglich auch.
Also insofern wäre denen vielleicht so ein 30-Seiten-Lektüre schon mal gar nicht schlecht, finde ich. Jetzt muss ich sie nur noch dazu bringen, dass sie es lesen. Ich wollte gerade sagen, meist lesen solche Leute sowas nicht, sondern lassen sich dann eher durch die Wirkung, durch den Impact in der Praxis überzeugen, wenn man halt auf einmal feststellt, Bereiche, die sowas machen, sind schneller, innovativer, erfolgreicher, zufriedener, stressfreier. Und ich will euch mein größtes Geschenk dieser Woche erklären, weil dann wird auch deutlich, wie klein das Päckchen ist, über was ich mich wirklich freuen darf. Wir machen jetzt immer Mittwoch, ein Session-Mittwoch. Das ist die niedrigste Schwelle einer Open-Space-Barcamp-Situation, 1,5 Stunden. Jeder kann kommen. Und es war Corona-bedingt, war das so eine, wir haben unseren Frust im Homeoffice und teilen uns. Und das hat sich so entwickelt zu einem offenen Mittwoch. Und diesen Mittwoch kamen zwei Kolleginnen mit einem Veränderungsplan zur Einführung von Office 365. Einer sogenannten Change-Story. Die irgendwie hergelaufenen Menschen an diesem Mittwoch in ernsthafter halben Stunde erklärt haben, was sie machen wollen. Und es bereichernd fanden, dass Hinz und Kunz, der da war, ihnen gesagt hat, das ist eine gute Idee, hier bin ich betroffen, hier nicht. Und dass sie sich dafür bedankt haben, obwohl kein Management im Raum war, obwohl kein Auftrag dafür da war. Sie sind freiwillig am Mittwoch gekommen. Und das ist genau das, Simon, wo du vorher meintest. Die spüren, dass sie etwas anders machen müssen und investieren freiwillig einen Mittwochnachmittag. Das sind die größten Momente der Geschenke. Die sind fast größer wie die 500 Menschen auf dem Digicamp, weil sie eigentlich von einer anderen Haltung von Kollegen ausgehen. Mehr solche Momente und ihr Kollegen, die zuhört, so könnt ihr mir Geschenke machen. Kommt bei so Sachen und macht einfach so ganz normale Sachen. Das finde ich großartig. Der Alper hat ja schon die Phrasen, die man oft hört, im Chat gepostet. Ne? Die Wirkung ist nicht messbar. Was bringt das? Immer die gleichen Leute. Weiß nicht, wenn ihr es noch nicht kennt, im LernOS für Organisation Leitfaden haben wir auch das Video verlinkt zum Second Dancer oder zum First Follower. Das ist so ein Typ, der so total verrückt irgendwie auf der Wiese tanzt und man denkt, wie crazy ist der denn? Dann steht der Erste auf und tanzt auch so mit. Und dann kommt der Dritte dazu. And three people is news, heißt es da. Und am Ende tanzt die ganze Wiese so. Und das ist, glaube ich, das, was, wenn man was Neues startet, ein wichtiger Punkt ist, dass Einzelne starten und es ist mühselig, es dauert lang, es braucht. Und irgendwann kommt man aber zu so einem Kipppunkt, das ist eigentlich genau diese Army of Volunteer-Idee. Irgendwann sind die, die das eigentlich vermeintlich Verrückte tun, die in der Mehrzahl sind und das wird zum neuen Normal. Und ich glaube, dafür braucht man einfach einen langen Atem, weil das halt nicht in einem Jahr passiert oder zwei, sondern in der Regel halt einen Tick länger dauert insgesamt. Ja. Es gibt bei uns sowas, das nennt sich Talent Marketplace und da haben wir eine Training on the Job ausgeschrieben, dass man die Angelika und mich begleitet für ein Vierteljahr und ein bisschen reinschnuppert in diesen Corporate Learning Coach und wir hatten jetzt eine da. Wir haben mit drei weiteren gesprochen, mit jetzt einen Termin noch mit jemand aus dem Außendienst, der einfach wissen will, was wir so machen, wie es so funktioniert. Also ich glaube, das zieht jetzt auch ein bisschen zu Kreise hoch. Ja. Ein Gedanke vielleicht noch über diese Experimenträume und die Menschen, die zu dir, Christian, gekommen sind, die haben schon eins geschafft, sie haben an ihre Selbstwirksamkeit geglaubt. Ne? Und das ist für mich die Stärke, mich hat das Ganze irgendwann mal über Working Out Loud abgeholt und dem Lanos for You Plan sehen wir dieses lustige Rad, das ich immer wieder kopiere, danke Simon, über Mindset, Skillset, Toolset und die Unterschiede bei den Dingen, die Skills und die Tools, die kann man lernen, das ist einfach. Aber in solchen Experimentierfeldern kannst du diese Selbstwirksamkeit lernen und noch viel mehr, also alles, was deine Persönlichkeit ausmacht und ich glaube, das ist sozusagen für mich das Futter eigentlich dabei, weil von selbst durch Vorleben allein wird meines Erachtens notwendigerweise nichts passieren, aber den Menschen nahezubringen, dass sie eine Chance haben. Ich habe das mal auch auf irgendeiner Slide zu Working Out Loud gesagt, das ist eine Lernreise zur Digital Literacy, wo ich die Möglichkeit habe, ganz viel darüber zu lernen, was meine Fähigkeiten anbelangt, aber meine Glaubenssätze, meine Werte vielleicht, meine Identität und bis hin zu meiner Mission. Und ich glaube, das ist die beiden Dinge zusammenzubringen, dieses Fruchtwasser, diese Erfahrungsräume zu schaffen, um mit Luhmann zu sprechen oder Rosa oder so, wie sie auch alle heißen, die aktuellen, diese Erfahrungs- und Erlebnisräume zu schaffen, die Resonanzräume zu schaffen, die können dann das Ganze wirklich gigantisch multiplizieren.
So, das war jetzt nicht sehr konkret, aber vielleicht trotzdem hilfreich. Es war kein Wort zum Sonntag, aber ich würde sagen, ein schönes Schlusswort, weil wir schon 6 Minuten über der Endezeit der Session sind. Ich glaube, das ist was wir auch fortsetzen müssen. Also wir haben noch keine ausgearbeitete Idee, wie das genau ausschauen kann, diese Lernreise zu lernen in Organisationen. Aber ich denke, wenn sich schon mal die richtigen Leute finden, die daran arbeiten, Dinge ausprobieren, Erfahrungen austauschen, dann ist man da schon auf einem guten Weg. Und ich will auch schauen, dass ihr genug Zeit jetzt vor der nächsten Session habt, um euch nochmal die Füße zu vertreten, einen Kaffee zu trinken und Luft zu schnappen. Deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für deinen Input, Christian, und euer allen vielen Input. Dank. Und wir sehen und hören uns in einer der nächsten Sessions bestimmt. Macht's gut. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Das wirkt bei Kollegen, Mitgliedern, Kunden. Vielen Dank. Schafft die Second Dancer heran. Genau. Alles klar. Ciao. Danke fürs Teilen.